Oh, ein Gwint-Spiel. Na, das machen wir doch mal, oder? Da habe ich Bock drauf jetzt. Wenn du wetten willst, wähle mit L einen Betrag aus und bestätige ihn, indem du A drückst. Der Betrag landet im Topf. Wenn du gewinnst, erhältst du das Doppelte. Okay. Wetteinsatz festlegen? 10 oder? Ach komm, wir lassen mal die Hälfte, ne? 5. Ich will Karten spielen. Bewegung und es tut dir leid. Willkommen im Kartensatzfenster. Gewinnspieler verwenden ihre eigenen individuell zusammengestellten Kartensätze. In diesem Fenster kannst du deine Kartensätze verwalten. Du kannst für jede der 4 Fraktionen, Nilfgaard, Nördliche Königreiche, Monster und Skojatel, einen Kartensatz zusammenstellen. Verwende Elbin, um zwischen Fraktionen zu wechseln. Zu jeder Fraktion gehören bestimmte einzigartige Karten, die einen bestimmten Spielstil begünstigen. Jede Fraktion hat außerdem einen Fraktionsvorteil. Nilfgaard gewinnt alle unentschiedenen Runden. Nördliche Königreiche erhalten nach jeder siegreichen Runde eine Extrakarte. So Skojatel entscheiden, wer die Partie eröffnet. Und Monster behalten nach jeder Runde eine zufällig ausgewählte Karte auf dem Schlachtfeld. So, Anführerkarten. Jeder Kartensatz hat einen Anführer. Drücke X, um die Anführer zu sehen, die für die aktuell ausgewählte Fraktion verfügbar sind. Anführerfähigkeit. Durchsuche deinen Nachziehstapel nach extrem dicht daneben und spiele die Karte sofort aus. Dann haben wir noch andere, aber die sind zurzeit nicht verfügbar. So, und hier haben wir bloß die 3 Karten. Hier sind alle Karten, die du besitzt und die mit dieser Fraktion verwendet werden können. Karten, die sich derzeit im Kartensatz dieser Fraktion befinden, erscheinen hier. Zusammenstellungsregeln. Ein Kartensatz muss aus mindestens 22 Einheitenkarten bestehen. Er kann außerdem bis zu 10 Sonderkarten enthalten. Anzahl der Einheitenkarten. Ach, 20 von 22. Du kannst auch mehr als 22 Einheitenkarten in deinem Satz haben, verringert damit allerdings die Wahrscheinlichkeit, deine mächtigsten Karten zu ziehen. Dein Kartensatz benötigt noch 2 weitere Einheitenkarten, wie von der roten Zahl angezeigt wird. An Aufbau eines vollständigen Kartensatzes. Du musst 2 Einheitenkarten aus deiner Sammlung links in den aktuellen Kartensatz der Fraktion rechts verschieben. Okay, der hat zum Beispiel 5 Angriffe, ne? Das ist ein Nahkämpfer. Tun wir mal den rein und den da. Schließen des Kartensets. Jetzt kannst du mit B das Kartensetzer verlassen. Wenn eine Gewinnpartie ansteht, beginne sie mit Y oder brich sie mit B ab. So, Spiel starten, ne? Machen wir mal. Wird schon passen. Du beginnst. Okay, extrem dichter Nebel. Lege eine Karte ab und ziehe dafür eine neue 02. So, Heilerin des großen Fans, nee, rot an rot, weiß an weiß, dann passt es. Das ist eine Fernkampfkarte, das auch. Nahkampf, Fernkampf. Strömender Regen, extrem dichter Nebel. Der Traum eines guten Kommandanten, der Albtraum eines schlechten. So, lege eine Karte ab und ziehe dafür eine neue. Klirrende Kälte. Gutes Wetter. Jetzt sagen, das ist eine Dingens, eine Barrikade. 2 Dingens. Ich würde sagen, die tauschen wir ein. Rundenbeginn. Du bist am Zug. So, ich bin gespannt. Was machen die Karten nochmal? Auswählen, Anführerkarte einsetzen, mit X passen, navigieren, zoomen, Spiel aufgeben. Auswählen. Das beste klirrende Kette setzt die Stärke aller Nahkampfkarten beider Spieler auf 1. Okay. Jetzt sagen wir, passen mal. Erste Runde und gucken, was der Gegner macht. Fähigkeit der Nilfgaard-Fraktion ausrüsten. Nilfgaard gewinnt als. Was? Dein Gegner hat die Runde gewonnen. Jawoll!
Rundenbeginn, dein Gegner ist am Zug. Na, das ist ja mal ein Beschiss. Dein Gegner passt. Du bist am Zug. Kann ich sehen, was meine Spezialfähigkeit eigentlich macht? So, dann extrahiere ich Nebel und spiele ihn sofort aus. Ach so. Ja, und der hat hier sofort gewonnen, ne? So ein Arsch. Na gut, machen wir das mal so. Du hast die Runde gewonnen. Jawohl, Rundenbeginn. Fähigkeit der nördliche Königreich-Fraktion. Okay. Du bist am Zug. Dann fangen wir mal an, mit hier einen starken Nahkämpfer rauszulegen. Dein Gegner ist am Zug. Oh, 10. Ein 10er Schütze. Das ist schon ziemlich viel. Hebt alle Effekte von Wetterkarten auf. Klirrende Kälte, extremliche Nebel, strömender Regen. Ah, gutes Wetter. Setzt die Stärke aller Belagerungskarten bei der Spiele auf 1. Setzt die Stärke aller Fernkampfeinheiten auf 1. Na, das könnten wir mal spielen. Zack. Hätten wir den Gegner stark geschwächt. Oh. Du bist am Zug. Hat deine Zehner gelegt wieder mal. So, wähle eine Karte aus deinem Ablagestapel, keine Helden oder Sonderkarte, und spiele sie sofort aus. Jawohl, den hier. Der Ablagenstapel. Zack. Jawohl. Alter Schwede, du bist am Zug. Ich glaube, wir sollten die Belagerungsdinger jetzt nach unten treiben. Ah, oh, schönes Wetter. Verdammte Kacke. Du bist am Zug. Und das ist ja für die Nahkämpfer. Ich glaube, ich aktiviere meine Anführerkarte. Jawohl. Dein Gegner ist am Zug. Oh, der ist stark. Der ist stark. Du bist am Zug. Was mache ich denn jetzt? Ich kann ja eigentlich fast bloß den legen. Und ich hätte bald keine Karten mehr. Ah, nein! Das ist doch ein Idiot. Ach Mann. Schön Wetter, bitteschön. Ach. Du bist am Zug. Gegner. Oh, jetzt pusht er sich wieder. Meine Güte, das ist ein starker Gegner. Wir brauchen viel bessere Karten langsam. Noch ein Fünfer. Shit, hey. Und der wieder. Na, der hat das locker gewonnen. Kacke. Gewinn, der hat locker gewonnen. Toll, jetzt kann ich bloß die Kälte spielen. Es bringt nichts. Ich kann nur passen. Ich habe eh verloren. Runde gepasst. Ein Gegner ist am Zug. Ein Gegner hat die Runde gewonnen. Jawohl. Schade, Niederlage. 58. Ei, Kacke. Du bist ein Arsch, weißt du das? Lass mich in Ruhe. Hier will ich nie wieder spielen. Tschüss. Meine Güte, hat der uns fertig gemacht? Ich glaub's ja nicht. Reise nach Velen. Das ist unsere Hauptaufgabe der Zeit. Haben wir hier sonst noch was zu erledigen?
Weltkarte, wo befinden wir uns denn? Hier im Schloss. Na gut, dann gehen wir mal raus hier. Schnell reisen. Königliche Burg Wysimar. Wir müssen nach Velen reiten, ins Niemandsland. Na, da bin ich aber gespannt. So, Galgenhügel, da müssen wir hin. Geralt und Yennefer waren wieder vereint und Geralt war zufrieden. Doch der Hexer erfuhr, dass sein einstiges Mündel, Cirilla, von ihrer langen Reise zurückgekehrt war. Und nicht nur das, sie war in Gefahr. Geralt musste Cirilla finden. Auf kaiserlichen Befehl und auf Geheiß Yennefers. Jetzt leckt's wieder übelst hier. Das ist ja nicht auszuhalten. Velen, nördliches Temerien. 5 Tage später. Müsste Geralt eigentlich schon wieder einen leichten Bart haben, oder? 5 Tage Bart? Ich meine, das ist schon was. Bei jemandem, der einen guten Bartwuchs hat. Eieiei, schon wieder ein Baum voll Leichen. Ist ja nicht feierlich. Naja, der hat schon wieder Bart. Wusste ich's doch. Schön, dass sie dran gedacht haben, ne? So, der schleppt noch immer den Greifenkopf mit sich. Das finde ich lustig. Vielleicht können wir den irgendwann mal verhökern oder so. Die Nilfgaardische Verbindung geht zur Taverne am Scheideweg. Komm schon. Komm schon, Plätze. Da unten sind irgendwelche Wölfe. Das sind Level 1 Hunde. Sollen wir es mit denen aufnehmen? Das sind ziemlich viele. Das ist das Problem. Ich glaube, der hat gerade gespeichert, oder? Ich speichere einfach nochmal. Sicher, sicher. So, und dann nehme ich es mit den Wölfen auf. Ich hab Bock auf ein bisschen Action und wir müssen zusehen, dass wir leveln, Leute. Wow! Haha! Wow! Selbst die hier machen uns ganz schön fertig. Hätte ich gar nicht gedacht so. Da. Jawohl, war das alles. Jetzt ziehe ich schon wieder das nächste Schwert. Ich bin doch ein Depp. Halt, 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 halt. Dreh dich, dreh dich, dreh dich. Ach, Mann, ich will doch bloß die Belohnung aufnehmen. Ja, rohes Fleisch. Hundetalg. Rohes Fleisch. Da haben wir noch 2 Leichen. So, hinter uns muss auch noch eines sein. Mitten im Busch, die sehen wir schon gar nicht mehr. Und da noch einer. Wo? Da. Okay. Na, schlürfen wir mal einen Apfelsaft. Kann ja nicht schaden. Igni. Hätten wir ausgerüstet. Und nochmal einen Apfelsaft. Auf Plätze. Plätze. So, haben wir vielleicht noch was auf dem Weg bis dahin? Nicht so schnell. Was Interessantes vielleicht. Wir müssen jetzt dahin, ne? Ne, das ist Anschlagbrett. Wir müssen dahin. Uiuiuiui. Anschlagbrett. Boote gibt es hier haufenweise, Anschlagbretter. Oh je. Große Stadt, da auch. Oh Mann, ich glaube, es gibt viel zu tun. Ich weiß immer gar nicht, wo wir überall hin müssen. So viel gibt es zu tun. Und wir wollen ja aber dem Storyverlauf auch folgen. So, müssen wir jetzt dem Weg hier folgen oder seid ihr lieb oder eher nicht? Ihr seht mir relativ
freundlich aus. Da ist ein Dorf. Können wir auch nochmal später schauen. Ach, ich weiß nie, was wir machen sollen. Es ist immer so schwer. Levelt man jetzt oder weicht man wieder groß ab von der Story, ne? Weiß man ja nie so richtig. Ich würde sagen, wir treffen uns mal einfach in der Taverne. Zum Scheideweg da. Wir wollen ja Ciri finden. Und alles andere können wir uns immer noch mal ansehen. Oh halt, hier geht's lang. Gott sei Dank hat er die Kurve noch gekriegt. So, da sind wir ja schon fast da hier. Hier muss es sein. Wählen. Taverne am Scheideweg. Na, interessant. Ich sie eben selbst und verstecke sie unter dem Holzfußboden. Was? Diese Bastarde werden sie nicht kriegen. Was? Ich bin ein vielbeschäftigter Mann. Okay, die wollen wohl ihre Sau töten oder was, oder? Verstehe ich nicht. Anscheinend. So. Tavernenwirt. Mit dir müssen wir, glaube ich, reden. Ich suche einen Mann. Nennt sich Hendrik. Was willst du von ihm? Ich möchte mit ihm reden. Worüber? Gib mir was Starkes zu trinken. Schon wieder diese Frame-Einbrüche, das ist unglaublich. Muss verschwinden. Zur Hintertür raus. Warum denn? Wir kriegen Gesellschaft. Wer ist das? Wirt! Wodka! Wer ist das? Sieht aus wie ein tapferer Krieger. Hat zwei Schwerter. Hey, Grauhaar! Warum hast denn du zwei Schwerter? Bestimmt hat er auch einen zweiten Schwanz in der Hose. Freilich! Bist du taub? Spuck endlich aus, wer du bist. Oder soll ich dir die Worte mit dem Messer von der Zunge kratzen? Ich glaube, die wollen Schläge, wa? Wie wär's, wenn ich euch einen ausgebe? Wieso das? Ich habe Gold. So einfach ist es. Ich trinke nicht mit Fremden. Wir trinken eine Runde zusammen, dann sind wir keine Fremden mehr. Anschließend geht jeder seiner Wege. Und welcher wird deiner sein? Unterwegs nach Novigrad. Stadt der Huren und Hurenböcke. Wer seid ihr? Was soll die Frage? Ich weiß einfach gerne, mit wem ich trinke. Genau wie du. Wir sind Männer des Barons und du bist in seinem Land. Ein Baron herrscht in dieser Gegend? Der muss ja Nerven haben. Die Kaiserlichen hier scheinen ihn keinen Deut zu scheren. Obwohl sie immer mehr werden. Der blutige Baron ist kein aufgeblasener Sprössling aus reichem Haus. Also, nein. Der pisst sich beim Anblick eines schwarz geflügelten Kopfs nicht voll. Das ist ja interessant. Unser Baron ist Baron, weil wir das so wollen. Und wenn das jemandem nicht passt, dann soll er es nur sagen. Auf euer Wohl. Und auf Max. Prost! Folge mir, wenn du rasten willst. Ich kann dir eine Bank anbieten. Eine Bank, ich meditiere. Ich ging ins Haus und da war dieser Trottel mit einem Typen. Beende das Gespräch mit dem Wirt über den Agenten namens Hendrik. Ein hübscher Junge, dachte ich mir. Dieses Landei hat vermutlich seine Tochter verkleidet. So, siehst, seht ihr mal, sind wir in der Schlägerei aus dem Weg gegangen. Danke, dass du mit diesem Schwein keinen Streit angefangen hast. Ich stecke meine Nase nicht in die Angelegenheiten anderer. Willst du über Nacht bleiben? Nein. Ich suche nach Hendrik.
Er lebt in Heidfelde. Noch nie davon gehört. Auf der anderen Seite des Hügels. Heute früh sah ich dort ein seltsames Glühen. Kaiserliche Truppen auf Beutezug vielleicht. Wer weiß. Weißt du noch etwas über Hendrik? Merkwürdiger Typ. Kam grundlos aus dem Nichts. Machte sich an eine Witwe heran, deren Mann für einen Laib Brot niedergestochen wurde. Die Männer des Barons mögen keine Fremden. Ja, und er ging ihnen immer aus dem Weg. So als wüsste er stets, wann sie kommen. Er ist dann immer verschwunden. Danke, Wirt. So, Nilfgaard und Schwürden suchen Heidfeld nach dem Agenten namens Hendrik. Okay. Haben wir irgendwas zu mitnehmen? Ich glaube nicht, ne? So, reden, Bandit. Ich glaube, mit denen haben wir nichts mehr zu reden, oder? Eine Runde, sagtest du. Das war sie. Und jetzt zieh deine. Okay. Wir wollen uns ja nicht aufzwingen. So, das Plürre. Und ich würde sagen, wir könnten auch mal auf die Anschlagstafel gucken. Was es denn hier so für Queste gibt für uns. So, oh, da gibt es etwas Rotes hier. Vermisst Mickel. Mickel! Grüße, GameStar intern, ne? Mein Bruder Mickel wird vermisst. Wer ihn findet oder mir wenigstens sagen kann, was ihm zugestoßen ist, soll großzügig belohnt werden. Auch beim Baron werde ich ein gutes Wort für denjenigen einlegen. Ich bin in der Taverne am Scheideweg zu finden. Bruno. Na, das nehmen wir doch mal mit. Vermisste Ehefrau. Gute Leute, habt ihr Bar und hört mal den Flehen. Meine Frau Hanna ist verschwunden. Nehmen wir mal mit, das Ahnenfest rückt näher. Flussführer, helft uns bei der Bestattung. Anzeige, komm, wir nehmen einfach mal alles mit hier. Kann ja nicht schaden. Wildes Herz, Quest folgen. Ja, warum nicht? Sprich mit dem Jäger namens Nilen. Auftrag der vermisste Bruder. Können wir auch folgen. Aber erstmal machen wir das mit dem Herzen da. Doch, ich würde sagen, das mit dem Herzen und Co. Queste und so weiter, ne? Das machen wir beim nächsten Mal. Denn ich werde jetzt eine Aufnahmepause machen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play The Witcher 3. Ach, wir können das Feuer ausmachen. Ich frage mich, wie wir grillen können oder kochen, braten. Also immer rohes Fleisch fressen ist, denke ich mal, nicht so gut. Aber egal, ne? Das... Dann beim nächsten Mal Spiel speichern also. Und bis dahin. Ciao, ciao, euer Kelle. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.